Ein komischer Vogel. Ich hasse Zeugen, die im letzten Moment kommen. Colonel? Was ist, Merrill? Winnetou möchte mit Alter Bär sprechen. Was halten Sie davon, Stone? Ich habe nichts dagegen. Marshall, Winnetou will mit Alter Bär sprechen. Gut, Sir. Ich möchte, dass Sie bei dem Gespräch dabei bleiben. Nicht länger als 10 Minuten. Morgen wirst du frei sein, alter Bär. Gib dir keine unnötige Mühe mehr wegen eines alten Mannes, Sohn. Verwende deine Kraft zur Verteidigung aller unserer Brüder. Dieser Kampf ist viel wichtiger. Ich habe nur einen einzigen Wunsch, etwas zu rauchen. Wenn man eingesperrt ist, werden die Stunden lang für einen Mann, der nur die unendliche Weite der Prärie kennt. Es ist nicht gut für einen Mann, der so alt ist wie ich, allein mit seinen Gedanken zu sein. Die Kräuter des Vergessens werden mir über mein Schicksal hinweghelfen. Morgen bringe ich dir alle Kräuter, die ich finden kann. Das verspreche ich, alter Bär. Aber nur die guten Kräuter, Winnetou. Morgen wirst du frei sein, mein Vater. Du bist ein guter Sohn, Winnetou. Friseursalon quälen Gottlieb und seine Freunde Taschunko. Sie haben ihm die Haare fast völlig abgeschnitten und wollen ihm europäische Kleidung anziehen. Was ist? Können wir ihn endlich aufknüpfen? Noch nicht, das müssen wir verschieben. Gib mir deinen Revolver. Wir müssen verhindern, dass Sam Hawkins sich in unsere Angelegenheiten mischt. Daneben! Was machen wir mit der Rothaut? Bringt ihn raus! Vorsichtig! Durchs Fenster! Achtung jetzt! 1, 2, 3! Mortimer Gottlieb und deren Mithelfer haben Taschunko ein Tuch um den Hals gebunden, um ihn zu erwürgen. Dann haben sie ihn gefesselt und durch die Fensterscheibe in Charbonneaus Laden geworfen. Wer war das? Mörder! Halunken!